Willkommen zu diesem Privatduell, Häuser-Privatduell hauptsächlich, wo ich gleich mal mit dem Mate drüben lande bei den Häusern unten und schauen, dass wir uns mit einem anderen Team, glaube ich, es war hier nur ein Team, aber es war ein totaler Revierkampf, wo immer die gleichen eigentlich da waren und wir immer uns gegenseitig bekämpft haben. Ja, wir haben, glaube ich, zweimal gewonnen und beim dritten Mal ist es nicht für uns aus gut ausgegangen. Aber ihr kennt es, wenn ihr Warzone spielt, egal ob es ein Wiederbelebungs-Dreier, Vierer oder Doppel ist, ihr killt es, wenn vom Team, der andere versteckt sich und dann kommt der nächste auch wieder und dann sind die Karten wieder neu gemischt, das Deck wurde neu gemischt. Und es ist immer wieder schwierig dann, sich zu erfangen, während ich, glaube ich, gleich als erster sterbe. Ja, na, mit null Leben überlebt und dann sterbe ich, während mein Mate den Down macht. Also ich glaube, dieses Team haben wir nicht besiegt. Er ist irgendwie entkommen. Der Mate hat ihn nicht gefunden. Und ja, damit beginnt auch schon die Panik. Ich sehe die Panik bei ihm. Er versteckt sich, der andere versteckt sich. Ich komme wieder rein. Ich glaube, wir gehen gar nicht auf meine Loot. Ja, genau. Jetzt ist genau das Katz-und-Maus-Spiel wieder umgekehrt. Genau wieder umgedreht. Und ich glaube, ein anderes Team kommt dann auch noch hinzu. Während ich mich in mein Anfangshaus verziehe und dort einmal auflute und drüben dann eigentlich eh schon der Fight weitergeht. Warten auf mein Teammitglied und dann wieder zurück rein in den Fight. Während er im Haus landet, ich mich noch umschaue, umhöre, ob ich Schüsse oder Gegner höre. Ich glaube, ich habe sie unter mir gehört. Habe öfters runtergeschaut, ob sie auch kommen werden unter mir. Während er sich mal seine Loot wiederholt. Sie haben mich gesucht. Er hat gelootet. Nichts wurde gefunden von den Gegnern her. Und glaube ich, bald geht es dann wieder weiter mit den Fighten. Das gleiche Duell. Während neben auch schon der Kopfgeldtyp kommen wird vielleicht. Ob er fightet, er findet es zuerst. Er geht down, er will ihn niederschlagen, hat's auch geschafft. Ich habe seinen Mate down gemacht, es ist wieder 1 gegen 1. Oder haben wir das Team ausgelöscht? Ah, Team ausgelöscht, shit. Okay, er hat ihn down gemacht, ich habe ihn down gemacht. Team ausgelöscht. Und dann kommt doch dann erst das nächste Team. Vielleicht war es das Kopfkill-Team, bin mir gar nicht mehr sicher. Waffenaufstieg bei einer schwachen Waffe. Interessiert sowieso keinen, welche Waffe gespielt wird. Ich glaube, wie das vorige Spiel noch draußen war, Cold War, habe ich sowieso nie eine Ahnung gehabt, welche Waffe gerade in Benutzung war von mir. Jetzt mit Vanguard, da ich Vanguard sehr viel spiele, kenne ich mich Gott sei Dank auch schon ein bisschen besser aus. Die Siege werden trotzdem nicht mehr. Wir haben es komischerweise, wir probieren es zwischendurch, haben es noch nie auf einer großen Map geschafft, einen Sieg zu holen. Es geht einfach nicht. Zu wenig Action. Und dann, wenn sie schießen, snappen sie uns meistens von weiter Distanz. Ich habe da jetzt einen Gegner gesehen, wir, glaube ich, pushen auch schon langsam dann rüber. Und dann geht das Sterben weiter. Das Eingehen und wieder neu spawnen, wie immer in diesem Spielmodus. Viele Privatduelle, nichts kommt dabei raus. Schön Blut am Fenster, das erste Mal, dass ich das sehe. Sehr viel Detail im Spiel, wenn dann. Und Häuser durch Fenster hupfen, Häuser durchrennen, finde ich ein großer Bonus. Im Bad ist mal keiner. Ich glaube, hinten in einer Ecke versteckt sich irgendwo wer, während sein Mate reinfliegt. Schießen wir den in der Ecke da weg, ich den. Genau da ist er. Und mein Mate, glaube ich, geht jetzt ein vom anderen. Der ist am Haus gelandet, die Blende trifft ihn nicht. Wir suchen ihn dann vergeblich, aber wir werden ihn nicht finden. Nur er wird uns finden und macht uns dann, glaube ich, auch hier jetzt down. Mich. Ja. Den typischen Schreier von mir, ihr habt ihn wahrscheinlich vielleicht leise gehört. Ich habe versucht, so viel wie möglich von den zu lauten Tönen rauszuediten. Der nächste Hauskampf, wo ich mit der Pistole gerade bei ihm gelandet bin. Und dann einmal zufällig einen Pistol-Doppel geschafft habe, was sowieso selten ist. Irgendeine Tarnung da Tarnung. Nur die Tarnung habe ich aufgehoben, nicht die Waffe. Die Waffe mit Tarnung habe ich aufgehoben.
bisschen wir uns weiter da durch den Häuserkampf durch, diesmal ein neuer, wo ich dann, ich glaube, das Eingehen habe ich nicht drin gelassen, nur das Eingehen von den Gegnern. Naja, machen den Mate down, eine weitere Teamsituation, wo ich gerade wiedergekommen bin mit einer M1 Grand und dann mit einem LMG noch ein bisschen Arbeit verrichtet habe, bevor das Team und ich eingehe hier drinnen, da wir zu dritt gepusht werden oder hauptsächlich ich zu dritt gepusht werde, hau ich mir das Schild noch rein, guter Junge, hau ich mir das Schild noch rein und dann sehe ich auch schon den Typen herkommen, wo ich das erste Gefecht hier habe, ihn down mache, ihn ganz weg mache und dann kommt auch schon sein angezwidertes Team, mache einen dann noch down und der andere macht mich dann down. Ich versuche mich noch zu heilen, was nicht ganz möglich war. Mein Teammitglied kommt auch leider zu spät und das war's. Mein Fenster. Oh, ich bin mit dem Heli gekillt worden. Ich habe die große Map spielen.